Heute habe ich für euch einen sehr leckeren Rotweinkuchen mit Schokoladenstreuseln. Es ist ein ganz toller und einfacher Kuchen, der wunderbar nach diesen Schokoladenstreuseln schmeckt. Er ist fluffig und zergeht auf der Zunge. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept. So, hier wie immer die Zutatenliste. Es ist alles nochmal unten in der Beschreibung hinterlegt. Als erstes legen wir die Backform mit Backpapier aus. So, hier habe ich jetzt 200 Gramm Mehl in eine Schüssel gegeben. Dazu gebe ich jetzt ein Dreiviertel Päckchen Backpulver und verrühre das. Jetzt kommen noch 2 Teelöffel Backkakao mit dazu und die 150 Gramm Schokostreusel. Alles gut vermengen und dann zur Seite stellen. In einer weiteren kleinen Schüssel die 200 Gramm Zucker mit einem Päckchen Vanillezucker vermengen. Die 4 Eier habe ich jetzt getrennt. Wir schlagen jetzt als erstes das Eigelb auf und dazu geben wir die 250 Gramm weiche Butter dazu und den Zucker. Die Masse wird jetzt für ca. 8 Minuten hell aufgeschlagen. Den Ofen kannst du jetzt schon mal auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Das Eiweiß mit einer Prise Salz sehr steif schlagen. Wenn du nur ein Gerät hast, dann schlag zuerst die Eigelbe auf und danach das Eiweiß. So, die Eigelb-Buttermasse ist jetzt schön aufgeschlagen, wie ihr seht. So sollte das nach 8 Minuten auch aussehen. Jetzt geben wir die Mehl-Schokoladenmasse dazu und rühren alles mit einem Löffel gründlich um. Währenddessen nach und nach den Rotwein dazugeben. Die Masse gut und gründlich verrühren. Zum Schluss das Eiweiß dazugeben und vorsichtig unter den Teig rühren. So, wenn alles gut vermengt ist, können wir den Teig in die Kastenform füllen. So, den Kuchen dann noch glatt streichen und dann geht er für 60 Minuten auf die mittlere Schiene in den Backofen. Nach 30 Minuten mit Alufolie abdecken. So, hier kommt der Kuchen gerade frisch aus dem Ofen. Er ist wirklich wunderbar geworden. Lasst ihn noch 30 Minuten in der Form etwas abkühlen. Für die Glasur 2 Esslöffel Rotwein mit 100 Gramm Puderzucker vermengen. Alles gut über den abgekühlten Kuchen verteilen und trocknen lassen. Es ist wirklich ein wunderbarer Kuchen geworden. Ihr seht das ja hier auf den Bildern und im Video. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich an diesem Rezept. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Ciao.